So, wir brauchen ein Logo, um da reinzukommen. Heißt, wir geben uns jetzt mal auf die Suche. Was bringt die Antenne? Nur mal zur Info. Diesmal breche ich sie absichtlich ab. Oder auch nicht. Also, ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Ups. Was bringt mir das hier? Was bewegt sich da hinten? Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck, ohne Zweifel. Ah, das ist Baby Boso, eindeutig. Ich weiß, wovon das Achievement handelt. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir relativ sicher. Ja, doch, schon. Eigentlich so fast 100%. Ich sage ja nur, dass ich es unpassend finde, dass Sie Ihre Stricke direkt neben meiner Praxis verkaufen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Mein Sortiment besteht aus hochkarätigen Produkten. Und mit Verlaub, Ihre Kundschaft scheint derselben Ansicht zu sein. Seit der Organon die Fassade zwischen unseren Geschäften zerstört hat, hat sich mein Umsatz verdreifacht. Und im Gegensatz zu Ihnen ist bei mir noch nie ein Kunde zurückgekommen, um sich zu beschweren. Das... Ach, vergessen Sie es. Schon geschehen. Oh, den kennen wir doch. Hm, samtig. Das schmeichelt dem Hals. What? Schick. Die würden Gold bestimmt auch gut stehen. Oh, Eleganza. Der Strick für die modebewusste Frau. Zwei Stricke zum Preis von einem. Wofür wollt zwei? Hm, das schmeißt. Hm. Willkommen in Morbid Moe's Strickparadies. Dann reden wir mit dem. Uhu. Einen schönen guten Tag, der Herr. Wollen Sie einen Strick kaufen? Hier finden Sie für jeden Hals genau das Richtige. Hm. Was gibt es denn für Finanzierungsmöglichkeiten? Haha. Ein Mann mit Galgenhumor. Das gefällt mir. Aber wir akzeptieren hier nur Bargeld. Es sei denn, natürlich, Sie nehmen an unserer Rabattaktion teil. Ab 30 Punkten erhalten Sie einen Toaster mit Aufsatz für die Badewanne. Tja, ich weiß nicht so recht. Ich denke, ich schaue mich erst einmal um. Natürlich, tun Sie das. Und zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie Hilfe beim Anprobieren brauchen. Genau, beim Anprobieren. Ich hätte gerne eine Therapiesitzung. Das geht nicht so einfach. Sie brauchen eine ärztliche Überweisung. Muss das wirklich sein? Mein Hausarzt ist nicht gut auf mich zu sprechen. Als ich zuletzt bei ihm war, hat er mich ins Gefängnis gesteckt, weil ich Feuer im Rathaus gelegt habe. Aha. Sie sind richtig hier. So viel steht fest. Aber Sie müssen sich erst eine Überweisung besorgen. Die haben wir ja zum Glück schon. Und ich besorge mir derweil einen größeren Notizblock. So, die haben wir doch. Ich habe eine ärztliche Überweisung. Darf ich mal sehen? Tja, das scheint alles seine Ordnung zu haben. Dann legen Sie sich doch bitte auf die Couch. Na, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik anmachen. Einfach nur hinlegen, okay? Schon gut. Also gut, beginnen wir damit, dass Sie mir erzählen, warum Sie hier sind. Ich hab da diesen Freund. Ich habe da diesen Freund. Ein Freund. So. Ich verstehe. Was fehlt ihm denn? Ich weiß auch nicht. Er liegt den ganzen Tag nur rum und tut nichts. Nun, was sollte er denn Ihrer Meinung nach tun? Na, sich nützlich machen. Die Welt retten und so. Die Welt retten? Meinen Sie nicht, dass das für einen Menschen etwas zu viel verlangt ist? Na klar. Es ist quasi unschaffbar. Aber das hat uns ja früher auch nicht aufgehalten. Es war immer knapp, aber ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Ziel. Batsch, Ofen aus. Tote Hose. Nun, ich kann Ihren Freund gut verstehen. Das ist ja ein enormer Druck, der da auf ihm lastet. Wahrscheinlich hat er Angst. Ja, aber natürlich. Das würde zu ihm passen. Außen Störtebäcker, innen Schlotterhose. Und vollkommen zu Recht, wie ich finde. Die Welt retten. Das ist eine riesige Verantwortung. Er kann sich ja nicht dreiteilen. Exakt. Im Gegensatz zu mir. Ganz genau. Er, wie bitte? Mir ging es ja auch ziemlich mies, als es mich nur einmal gab. Warten Sie mal.
ganz langsam. Was allerdings hauptsächlich an dieser stressigen Wiederauferstehung lag. Und natürlich, dass ich meine Freundin getötet habe. Okay, eins nach dem anderen. Warum erzählen Sie mir nicht einfach ein wenig von sich selbst? Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann 4 wurde, habe ich gelernt, wie ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Aha. Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Na, näher geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja, er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Aha. Mich plagen Schuldgefühle. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Sie Ihre Freundin getötet haben? Das sagten Sie doch vorhin, oder? Ja, ne, das passt schon. Immerhin habe ich sie ja wiederbelebt. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie in die Kanalisation gespült wurde. Sie ist ja immerhin noch ein Baby. Mich quälen Versagensängste. Es ist noch so viel zu tun. Und so wenig Zeit. Und mehr als 3 teilen kann ich mich ja nicht. Auf mich wirken Sie eigentlich noch ganz entspannt. Ach so, Sie denken, ich rede von mir. Nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Ich fürchte, das wird mir gerade ein wenig zu kryptisch. Sie stehen offenbar unter großem Druck. Aber manchmal ist die beste Lösung einfach zu kapitulieren. Wäre das denn wirklich ein Weltuntergang? Ja, hören Sie mir überhaupt zu? Ich habe Angst davor, mich in jemanden zu verwandeln, der ich nicht sein will. Zuletzt sah ich ihn gestern beim Zähneputzen. Im Spiegel? Genau. Was ist denn so furchtbar an ihm? Wissen Sie, Golds Ex-Verlobter ist Elysianer. Ein echter Widerling. Sie haben das Gefühl, Sie müssten seine Rolle einnehmen? Das ist der Plan, ja. Und das beunruhigt Sie natürlich. Ich hasse diese Rolle. Sie wollen sich nicht länger verstellen. Ja, genau. Wow. Ich bin beeindruckt. Es ist bemerkenswert, wie Sie diese komplexen Metaphern einsetzen, um Ihr Innenleben zu beschreiben. Was setze ich da rein? Ich rede doch nicht von irgendwelchen Metaphern. Ich rede von meinem bösen Doppelgänger. Aha. Ich habe oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wozu? Na, zu allem halt. Zu Deponia. Sie wünschen sich also, mehr integriert zu sein. Um Gottes Willen, nein. Ich will einfach nur weg. Ich gehöre nach Elysium. Leider ist das doch schwerer als gedacht. Zumindest, wenn ich verhindern will, dass der Planet dabei in die Luft gesprengt wird. Aha. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offen zu legen? Aber nein, ganz im Gegenteil. Tja. Das sollte es aber. Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium, während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo! Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Da werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Blöder Mist. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Sie erwarten Resultate. Das ist ganz normal. Wenn es Ihnen schwerfällt, über Ihre Probleme zu reden, können wir auch mit etwas anderem anfangen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rorschach-Test? Rorschach? Ist das so ähnlich wie Hülsenheimer? Es ist ein Assoziationsspiel.
mit Karten. Ein Kartenspiel, sauber. Aber geben Sie sich keine Mühe. Bei Kartenspielen gewinne ich immer, weil ich bin der lässigste Typ überhaupt. Viel besser als beispielsweise mein Vater. Okay, dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Penis! Ich meine, los geht's. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Eindeutig Elysium. Das bin ich. Zusammen mit Goal auf Elysium. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen, oder? Ob ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen. Was erkennen Sie hierauf? What the fuck? Das sieht... Also, Vogel... Am ehesten noch ein Vogel. Ein niedliches Vögelein. Bitte was? Na, ein Vögelein. Total drollig. War das falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur... Die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Die würden ein Vögelein nicht mal erkennen, wenn es ihnen in den Hintern stiege. Okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Das ist eigentlich ziemlich egal. Machen wir das. Ich sehe einen großen Helden. Mich. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Wieso? Sie sind doch der mit der Juxbrille. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Habe ich jetzt nochmal den Versuch? Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Also das war, glaube ich, nah dran. Sie wollen den... Diesmal... Also... Das. Ja, kommen wir... Was... Ein Nie... Und Sie sehen hier... Machen wir ein... Was... Das bin ich, wie ich die Welt rette. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber... egal. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir... Aber ich hab... In dem Fall für Leute... Sie sollten es... Und bitte halten Sie... Also muss ich sagen, wie eine... Finger... Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Ich bräuchte... Also es ist mit Elysium könnte vielleicht noch stimmen, die anderen beiden nicht. Sie wollen den... Diesmal ge- Also. Das bin ich. Tja, kommen wir all... Was... Schmetterling. Ein wunderhübscher Schmetterling. Und Sie sehen hier... Wieso? Ja, machen wir ein... Auch nicht? Was... Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite. Mann des Jahres. Und Sie sehen... Wieso? Ja. So, wenn Sie lieben... Aber ich hab... Also muss ich da vorher irgendwas für gemacht und haben, bitte oder bitte halten wie? Sie sich so... Gehen wir mal zu... Chefredakteur. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Oder auch nicht? So nehmt zu, Baby. Barry! Da ist jemand an der Tür! Ich hab's gehört! Scheuch ihn weg! Ich brauche Ruhe für die Cover-Story! Du weißt schon, über den Idioten, der uns alle beinahe getötet hätte! Ja, ich weiß. Psst!
Rufus, komm rein. Aber bitte ganz leise, ja? Da ist ja nur ein einziger Buchstabe im Setzkasten. Das große Irk. Wird es denn gar nicht gebraucht? Nein, wofür denn? Es gibt kaum ein Wort, in dem es vorkommt. Und über Satyrklauen haben wir bereits in unserem Winterspecial mythologische Körperextremitäten berichtet. Ich glaube, Toni hatte die Ausgabe. Warum eigentlich? In der Coverstory ging es um Zentaurin und ihre... Ah ja, schon klar. Ich erinnere mich wieder. Aha. Nehmen wir auch mit und das auch. Das braucht er ja nicht mehr. Hey, Barry, warum so traurig? Ach, Rufus, das ist furchtbar. Alle sagen, dass du kein Held, sondern ein Idiot bist. Dass du uns den Weltuntergang eingebrockt hast, sagen sie. Ach, die sind doch nur neidisch. Ich bin total dufte und das weißt du. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich habe kein einziges Foto deiner Heldentaten schießen können. Du bist halt kein so guter Fotograf wie ich. Wenn ich doch nur ein Foto als Beweis für deine Selbstlosigkeit hätte. Ja. Das wäre super für mich. Weißt du was? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat und du bekommst ein Foto. Einverstanden? Das wäre zu schön. Bin sofort wieder da. Ah. Ich weiß, wo ich die Heldentat bekomme. Da bin ich mir sicher. Zur Redaktion, zur Therapie. Aha. Was ist beim Golida? Huhu. Keiner da. Dann reden wir mit der. Hallo. Hallo. War das alles? Einfach nur Hallo? Was willst du hören, ha? Willkommen im Teigtaschenparadies? Ist das Schild vielleicht zu dezent? Geht noch. Das. Ist hier ein Baby vorbeigekommen? Ich weiß nichts von irgendwelchen verschwundenen Babys. Und niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Ach komm schon. Es müsste gerade erst hier vorbeigekommen sein. Ach so? Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Du suchst eine Aushilfe? Du kannst also lesen. Bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Was verkaufst du hier? Das hier ist ein Modegeschäft. Ich verkaufe Herrenanzüge und farblich dazu abgestimmte Designerhüte. Für mich sieht es eher wie ein Teigtaschenstand aus. Wow. Gut kombiniert, Inspektor Müllweste. Warum fragst du überhaupt, wo du doch offenbar einen Lügendetektor verschluckt hast? Ne? Gibt's irgendwelche Sonderangebote? Ich habe hier Teigtaschen für 1,25 Slotty. Wenn dir das nicht besonders genug ist... Solltest du irgendwo hingehen, wo sie blinkende Schilder haben, auf denen Sonderangebot steht. Aber rechne damit, dass die Teigtaschen dort teurer sind. Weil Schilder nämlich nicht umsonst anfangen zu blinken. Was? Kann ich das anklicken dann? 4 Teigtaschen bitte. Sorry, meine Aushilfe hat gekündigt. Du hattest eine Aushilfe? Ja. Keine Ahnung, wie er die Fußfessel aufbekommen hat. Warum machst du die Teigtaschen nicht einfach selber? Ich hatte eine Operation. Der Doktor sagte, ich darf mich nicht zu viel bewegen. Verflucht sei mein großes Herz. Wieso? Hast du eine Niere gespendet? Nein. Hör doch zu. Ich sagte, mein Herz ist zu groß. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Mhm. Kennst du den Weg zum geheimen Rebellenlager? Einfach hinter mir die Straße runter. Und das verrätst du mir einfach so? Was, wenn ich ein Spion des Organon wäre? Tja, man kann eben nie für alle Fälle vorplanen. Du könntest genauso gut ein mutierter Grippevirus sein. In dem Fall hätte ich gar nicht mit dir sprechen sollen. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja, aber ich habe ihn schon aufgegessen. Das ist ein Witz, oder? Wenn man es erklären muss, ist es auch kein Witz mehr. Für mich erstmal gar nichts. Gute Wahl. Davon gibt's hier reichlich. Wow. Fingerfood? Ah. Moment. Das will ich jetzt wenigstens ausprobieren. Hey, da bewegt sich doch was. Ist das nicht? Na klar, das ist doch Baby Bozo. In höchster Gefahr. Ich muss Barry davon erzählen. Ah. Also, auf jeden Fall hier... Komme ich beim nächsten Mal weiter. Und das werden wir auch beim nächsten Mal machen. Bis dahin, ich bin beim Kennen der Jones.